get so flash. Schon, ja, 10 vor 3. Ich habe heute noch nicht so viele spannende Sachen gemacht. Also schon viele, aber nicht so spannend. Ich habe meinen Blogpost geschrieben, beziehungsweise die Fotos dafür gemacht. Dann noch was gecheckt an meinem Kleid für Freitag, weil ich ja Freitag meinen Abschlussball habe. Was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt endlich herausgefunden, wer Red John ist bei The Mentalist. Es war sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat auch die meiste Zeit meines Vormittags eingenommen. Irgendwie habe ich Schnupfen. Nicht so cool. Aber kann man nichts machen. Und jetzt treffe ich mich mit meinem besten Freund in der Stadt, weil wir noch ein paar Sachen kaufen müssen. Und später gehe ich mit meinem Freund und noch Freunden Fußball schauen, weil heute spielt Deutschland. Tatsächlich schon relativ spät. Wie ihr hören könnt, bin ich mega erkältet. Das ist vorgestern oder so zustande gekommen und ich bin total fertig und habe jetzt nur geschlafen. Habe meinen Blogpost jetzt noch geschrieben, lade ihn jetzt auch gleich hoch und dann gehe ich heute Abend noch essen. Aber ansonsten werde ich dann gleich wieder schlafen, weil ich morgen arbeiten muss und so nicht arbeiten kann. Ich gehe jetzt mit einer Freundin essen und wollte euch mal zeigen, was ich anhabe, weil es sehr warm ist in München. Der Jumpsuit ist von Forever 21. Die Tasche ist von Gucci und Schuhe weiß ich noch keine, aber ich liebe diesen Jumpsuit so. Ich finde, der sieht so toll aus. Glockenärmel und ja, genau. Bei 27 Grad im Bett liegen ist natürlich ziemlich blöd, aber deswegen gehe ich jetzt Burger essen. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Was the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Was the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Feeling like a digit in a system, just another stupid number, I don't know, no, no. Everything is twisted, I can feel it, it's another stupid summer where it's cold, cold, cold. And we could do it on our own. Head up to a place where baby no one goes. In a rocket full of liquor, in a Polaroid for pictures. Baby, you should stop me before I lose control. How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. Morgen, Leute. Ich habe mich gerade fertig gemacht und meine Augenbrauen mal neu geschminkt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennen kann. Meine Mama und ich fahren jetzt zu einem Einkaufszentrum und arbeiten da, weil wir für ihr Magazin Produkte fotografieren müssen. Deswegen
habe ich meine Kameras eingepackt und habe euch natürlich auch eingepackt. Ihr dürft das erste Mal bei mir mitfahren. Nein, Spaß, aber ich fahre jetzt mit dem Auto. Und genau, fängt der andere mit seinem Laub zu pusten. Wie ihr hört, geht es mir schon besser. Ja, wie ihr hört an meinen Haaren, geht es mir schon besser. Ich nehme euch jetzt mal mit. Den ganzen Tag gearbeitet. Es ist jetzt auch, glaube ich, schon nachmittags und haben uns jetzt was zu essen verdient. Deswegen sitzen wir jetzt im Mappiano und haben zusammen Penne und einen Salat bestellt. Ich kann es euch zeigen. Es wird jetzt gegessen. Hallo Leute, bitte entschuldigt hier die Aufmachung. Ich lasse gerade meinen Hitzeschutzspray trocknen. Und fange dann auch an, meine Haare zu glätten, weil heute ist mein Abschlussball. Beziehungsweise heute um 1 muss ich in der Schule sein. Und dann müssen wir das hier alles ganz schnell in Ordnung bringen. Deswegen werden sie jetzt erst geglättet. Und dann werde ich sie unten nochmal locken. Das mache ich aber erst später. Und ja, genau. Jetzt glätte ich sie erstmal. Hallo Leute, und gestern hatte ich meinen Abschlussball und es war wirklich, wirklich schön. Ich konnte leider nicht so viel filmen, weil ich in dem AK war für die Abi-Zeremonie und wir noch ziemlich viel zu tun hatten. Aber es war echt cool und das Essen war auch super lecker. Und es hat von der Planung her auch alles echt gut geklappt und danach waren wir dann noch weg. Jetzt mache ich mir gleich was zu essen und dann gehe ich wahrscheinlich noch das Wetter genießen, weil es soll ja schon irgendwie um 4 wieder gewittern oder sowas und mag ich nicht. So, bei mir gibt es jetzt einen veganen Kebab-Gyros. Und ein Zitronenwasser. Die Soße ist eine Joghurt-Creme fraiche, glaube ich, Soße mit Limette, Frühlingszwiebeln, Salz und Pfeffer. Ich habe ja vorher noch davon gesprochen, dass wir uns in die Sonne legen gehen und das war ich auch. Allerdings hat es jetzt so angefangen zu schütten. Leute, es regnet so hart, dass ich jetzt in langer Hose und Regenschirm unterwegs bin. Und ich gehe zu einem Kumpel und dann grillen wir. By now, should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.